Herzlich willkommen hier am Fraunhofer IEM im Systems Engineering Live Lab. Mein Name ist Lukas Breetz und ich moderiere für Sie alle 14 Tage ein Webinar der Reihe Systems Engineering Live. Wenn Sie weitere Webinare suchen, dann schauen Sie doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei. Unter IEM Academy finden Sie Hinweise auf alle kommenden Webinare. Bestimmt ist auch für Sie was Interessantes dabei. In unserem sechsten Webinar erklärt Ihnen mein Kollege Julian Tekart, was ist eigentlich Systems Thinking? Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim heutigen SE Live Webinar mit dem Thema System Thinking auch von meiner Seite. Mein Name ist Julian Tekart und ich möchte Ihnen heute einen kleinen Einblick zum Kennenlernen der Thematik des System Thinking geben. Und wie meine Kollegin Frau Schierbaum gerade schon erwähnt hat, sind wir vom Fraunhofer IEM ein Institut, das sich mit den Entwurfstechniken mechatronischer Systeme beschäftigt, und deshalb adressiert mein Vortrag auch den Kontext der Entwicklung von komplexen technischen Systemen oder Produkten mithilfe von Systems Engineering und da eben konkret, welche Rolle das Systems Thinking darin spielt. Und gleichwohl kann man das System Thinking laut Definition aber auch auf jeden erdenklichen Betrachtungsgegenstand anwenden. Dazu aber dann gleich einfach nur mehr. Genau. Ja. Als erstes möchte ich noch einmal kurz zu einem Überblick und einer Vorstellung meinerseits noch kommen. Ich habe im Endeffekt Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Maschinenbau an der Universität Paderborn studiert. Im Anschluss bin ich dann seit ziemlich genau 4 Jahren als Doktorand oder wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich der Entwicklungsmethodik und des Entwicklungsmanagements am Fraunhofer angefangen. Und in meiner Tätigkeit am Institut forsche ich dabei im Themenfeld der Einbringung von Wirkungsweisen des Design Thinkings in den Entwurfsprozess technischer Systeme. Und wer sich mit der Thematik des Design Thinkings auskennt, der kann hier auch direkt schon den Brückenschlag zur Thematik des System Thinkings schlagen und weiß dann auch, warum ich heute hier sitze und dieses Seminar halte. Und dann im weiteren Verlauf sieht dann noch eine Doktorandenstelle bei Fraunhofer etwas anders aus als im direkten universitären Umfeld. Wir sind da im Allgemeinen weniger in der Grundlagenforschung aktiv als mehr in der angewandten Forschung, sodass ich in meiner Zeit am Institut eine Vielzahl an Industrie- und Forschungsprojekten im Kontext Systems Engineering und der Digitalisierung bearbeitet habe. Und diese Projekte oder in diese Projekte versuche ich dann auch immer meine Forschungsthemen zu verorten, sodass das eben direkt in der Industrie angewandt wird. Genau, erstmal so viel von der Seite zu mir. Wie ist der Vortrag heute aufgebaut? Ich möchte einmal zu Beginn eine kurze Motivation geben, dann wesentliche Begriffe und Grundlagen vom System Thinking erklären und im Anschluss das ganze theoretische Konstrukt dann mit einigen Anwendungsbeispielen hoffentlich etwas greifbarer machen. Und abschließend gebe ich dann noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Wir können gerne über die Inhalte, die hier im Vortrag behandelt wurden, diskutieren, und Sie können auch dann Fragen klären, und wir versuchen, die dann auch alle nach besten Möglichkeiten zu klären. Genau. Starten wir also mit der Motivation und warum Sie System Thinking nutzen sollten. Wenn man sich mit der Thematik des System Thinking beschäftigt, wird es erstmal in der Literatur sehr universell beschrieben. Es beginnt irgendwo dabei, dass unser Universum aus natürlichen, von der Evolution geformten Systemen besteht, und der Mensch hat dann irgendwann begonnen, sogenannte konstruierte Systeme zu erschaffen, für die an vielen Stellen ein stetiger Komplexitätszuwachs beschrieben wird. Das heißt im Endeffekt, dass die Wechselwirkungen und die Funktionsweisen in solchen Systemen oder in solchen konstruierten Systemen das direkte Fassungsvermögen und das Verständnis vom Menschen im eigentlichen Sinne übersteigt. Und an der Stelle bietet das System Thinking dann wesentliche Potenziale, um in Form einer neuen Qualität der Analyse von diesen Systemen. Und woher dieser gerade genannte eigentliche Komplexitätszuwachs kommt, wird dann auf der folgenden Folie noch einmal deutlich. Und die Folie, falls Sie schon an weiteren SE-Live-Webinaren teilgenommen haben, kennen Sie wahrscheinlich auch schon, zeigt einmal, dass der wesentliche Treiber oder Megatrend hier die Digitalisierung ist.
Und wir haben oben einmal beispielhafte Meilensteine der Industrie aufgeführt. Das heißt, wir starten zum Beispiel mit der Industrialisierung, gehen über die Globalisierung hin zur Industrie 4.0 und haben dann am Ende sogenannte intelligente technische Systeme. Das heißt, das sind diese komplexen technischen Systeme, von denen ich gerade gesprochen habe. Und auf die Definition dieser Systeme komme ich dann gleich auch nochmal kurz zu sprechen. Dann gibt es in dem zweiten Strang Meilensteine der Digitalisierung als wesentlicher Megatrend, wo ich mit der Halbleitertechnik ungefähr angefangen bin, über verschiedene Phasen dann auch zum Internetzeitalter gekommen. Jetzt mittlerweile ist alles in der Cloud und im Internet der Dinge zu erfahren und zu speichern und abgelegt. Und der nächste Punkt ist dann so ungefähr das taktile Internet und künstliche Intelligenz, die dann auch als ja, Möglichkeit in der Entwicklung eingesetzt wurde. Und zu dem Thema gab es halt auch schon ein SE-Live-Webinar. Das ist aber so die aktuelle höchste Ausbaustufe dieser Meilensteine der Digitalisierung. Und dritter Strang sind dann die Meilensteine des Engineerings, wo ich im Endeffekt mit der einfachen CAD oder technischen Zeichnung, also eigentlich eher mit der einfachen technischen Zeichnung angefangen bin. Da bin ich hin zum Computer Engineering gekommen, also Design, Computer-Aided Engineering, CAE, verschiedene Simulationsmöglichkeiten, PLM. Vielleicht habe ich auch in meiner Entwicklung schon einen digitalen Zwilling und die letzte Ausbaustufe nennt sich dann hier Advanced Systems Engineering und das entspricht dann ungefähr dem Ansatz, die Leistungsfähigkeit des Engineerings so zu steigern, dass ich eben die Komplexität von verschiedenen Produkten in Form von intelligenten technischen Systemen beherrschen kann. Und um das Ganze etwas greifbarer zu machen, möchte ich halt, wie gerade schon gesagt, auf den kommenden Folien noch einmal kurz ein konkretes Beispiel für ein intelligentes technisches System geben. Und das ist hier zu sehen. Ein Beispiel aus der Landwirtschaft, das heißt das Anwendungsbeispiel Landwirtschaft 4.0. Und wir haben dieses Anwendungsbeispiel nicht ohne Grund gewählt. Es ist einfach in der Landwirtschaft so oder in der Landwirtschaftstechnik, dass die Eigenschaften und die Funktionen dieser Systeme schon sehr weit fortgeschritten sind im Vergleich zu anderen Branchen. Zum Beispiel so ein Aspekt, wie er hier dargestellt ist, der Autonomie, ist in der Landwirtschaft schon viel, viel länger integriert oder in den landwirtschaftlichen System viel, viel länger integriert, als es in anderen Bereichen so ist, weil ich einfach einen ja, abgeschlossenen Handlungsraum habe, in dem dieses System agiert. Und so halt verschiedene Einflussfaktoren habe, weniger habe, die ich bei anderen Branchen berücksichtigen musste, so dass zum Beispiel eine Autonomie bereits umgesetzt ist, wo dann Systeme ohne menschliche Hilfe zum Beispiel agieren können und verschiedene ja, Aktionen automatisch lernen können, die zum Beispiel beim Entwurf noch nicht vorausgedacht waren. Und für den Entwurf, wie hier unten dargestellt, stellt sich halt die Frage, wie solche Systeme trotz hoher Unsicherheit aufgrund unbekannter Situationen im eigentlichen Produktlebenszyklus, Zyklus verlässlich entworfen werden können. Ein zweiter Aspekt eines intelligenten technischen Systems in der Landwirtschaft ist die dynamische Vernetzung. Sie sehen das hier auch auf dem Bild. Ein Feldhäcksler, wie er hier dargestellt ist, kann automatisch sich mit einem Traktor, mit einem Trailer vernetzen und entsprechend das aufgenommene Gras oder das Material verarbeiten und an den Trailer abgeben. Also, dass hier komplexe Systeme entstehen, die an sich die Funktionalität und Leistungsfähigkeit dieser Einzelsysteme übersteigt. So, und da gibt es dann halt diesen Begriff des System of Systems, wo verschiedene Einzelsysteme autark voneinander entwickelt wurden und trotzdem aber miteinander agieren können. Und da stellt sich dann halt die Frage, wie kann ich denn im Rahmen dieser Entwicklung des Systems trotz seiner Einbettung in ein unbekanntes und dynamisches Systemumfeld, es muss ja nicht immer sein, dass ich alle meine Partner kenne, mit denen ich mal zusammenarbeiten werde, trotzdem beherrschen. Genau. Dann ein vierter Punkt, der ein intelligentes technisches System ausmacht, ist natürlich dann auch trotzdem noch die Integration des Menschen. Irgendwo muss ich dieses Teilsystem des Menschen noch mitdenken. Er agiert noch mit dem System. Ich muss irgendwo diese interaktive soziotechnische Komponente mit berücksichtigen. Die Bedürfnisse des Anwenders müssen irgendwo kontextbasiert unterstützt werden. Die müssen meistens selbsterklärend sein. Und diese ja, intensivierte Beziehung zwischen der Maschine, dem System und dem Menschen muss irgendwo im Entwurf bereits adressiert werden können. Genau.
Und als viertes Beispiel und als viertes Charakteristikum von intelligenten technischen Systemen ist dann hier nochmal die Erweiterung des eigentlichen Produktes oder des Systems um einen Service dargestellt, am Beispiel der 365 FarmNet von der Firma Claas, wo es einfach möglich ist, über diese Plattform, die da bereitgestellt wird, verschiedene Systeme auch von unterschiedlichen Herstellern vernetzen zu können, so dass ich zum Beispiel meinen Feldhäcksler auch mit einem der Firma Claas auch mit einem System von John Deere betreiben kann. Und das Ganze funktioniert über diese Plattform, die dann auch noch weitere Dienste bereitstellt, wie zum Beispiel Wetterprognosen, Kartografierung von Feldern etc., sodass ich hier zu meinem Produkt oder zu meinem Ursprungsprodukt noch einen Service anbieten kann, der dann gleichzeitig auf Daten in dieser Plattform zurückgreifen kann. Und das Ganze nennt sich dann Produkt-Service-System. Genau. Und da ist eben auch wieder die Fragestellung, wie können frühzeitig über das Produkt hinausreichende flexible Service-Systeme mit- und weiterentwickelt werden. Und zusammenfassend ist es halt entscheidend, dass ich in dieser ganzen Entwicklung dieser intelligenten technischen Systeme irgendwo eine Vorausschau brauche, irgendwo eine Modellierung. Das heißt, die Entwicklung von intelligenten technischen Systemen benötigt im Endeffekt System Thinking im Rahmen vom Systems Engineering. Und was das bedeutet, auf das gehe ich jetzt nochmal auf der nächsten Folie ein. Ich habe jetzt gerade schon das Wort Systems Engineering genommen und der Vortrag heißt ja auch wie Systems Thinking oder das System Thinking das Fundament des Systems Engineerings ist. Und hier sehen Sie das berühmte SE-Männchen. Wir haben im Endeffekt in der Mitte den Körper in Form eines Problemlösungsprozesses mit den Händen des Problems und der Aufgabe und auf der anderen Seite dann die Lösung. Das heißt, im Endeffekt der Bauch des Männchens ist der Problemlösungsprozess, wo das Problem reingeht und hinten eine Lösung herauskommt. Dann haben wir Füße, um voranzukommen. Das resultiert einmal aus dem Aspekt der Systemgestaltung und den Techniken der Systemgestaltung, was dann im Eigentlichen die konstruktive Arbeit für das Finden einer Lösung ist. Und auf der anderen Seite, der andere Fuß zum Vorankommen des Männchens, habe ich dann Techniken des Projektmanagements. Das heißt, das ist ein Synonym dafür, dass ich durch diese Techniken mich im Projekt fortbewegen kann, um in diesem Problemlösungsprozess voranzugehen. Und dieses Projektmanagement sind dann im Endeffekt organisatorische und Koordinationsfragen des Problemlösungsprozesses. Und oben im Kopf, damit das ganze Männchen denken kann, sind die sogenannten SE-Denkweisen. Auf der rechten Seite Vorgehensmodelle, wo beschrieben wird, wie gehe ich in meinem Entwicklungsprozess vor. Ich habe irgendwo einen generellen Leitfaden, um und Neugestaltung von Systemen zu machen. Und dann das Entscheidende auf der linken Seite ist dann das Systemdenken. Das heißt, die Denkweise, die es ermöglicht, komplexe Erscheinungen und Systeme besser verstehen und gestalten zu können. Und genau um diesen Punkt des Systemdenkens im Rahmen des Systems Engineering soll es heute gehen. Wie denke ich denn eigentlich, damit ich solche komplexen Systeme dann auch entwickeln kann? Genau, so viel zur Motivation. Und damit kommen wir also zu den gängigen Begriffen und Grundlagen, die das System Thinking definiert und steigen da jetzt nochmal etwas tiefer ein. Und dabei möchte ich auf ausgewählte Konzepte und Denkweisen des System Thinkings dann eingehen. Wir starten als erstes einmal mit allgemein sechs grundlegenden Konzepten des System Thinking. Das System Thinking und die zugehörige Literatur beschränkt sich dabei dann halt nicht einzig auf diese sechs jetzt gleich gezeigten Konzepte, die sechs stellen aber die wichtigsten oder die fundamentalen Konzepte dar und geben einen sehr guten Überblick, worauf im Wesentlichen der Fokus im System Thinking liegt. Als ein erstes Konzept gibt es dann einmal, wie hier dargestellt, die Vernetzung, die sich, ja, wie der Name schon sagt, damit befasst, dass alles in einem System miteinander in Verbindung steht oder Abhängigkeiten aufweist. Damit definieren wir aus der Perspektive des Systemdenkens, also dass alles miteinander verbunden ist. Davon ausgehen können wir die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, von einer ja, eher linearen, strukturierten Sichtweise zu einer dynamischen, chaotischen, miteinander verbundenen Reihe von Beziehungen und Rückkopplungsschleifen verändern. Also ja, beschreibt die Vernetzung das Zusammenwirken von diesen verschiedenen Komponenten eines Systems, sodass diese in einer bestimmten Umgebung alle Funktionen erfüllen, die zur Erreichung eines Systemziels erforderlich sind. Genau. Als weiterer Punkt oder der zweite Punkt ist dann die Synthese. Die Synthese beschreibt
im Endeffekt das Erschaffen eines Systems, sodass am Ende als Resultat einer Synthese ein Ziel oder ein Objekt entsteht. Das heißt, die Synthese befasst sich mit dem Verständnis des Systems und den einzelnen Teilen. Dazu zählen dann halt auch Beziehungen und Verbindungen zur Beschreibung der Dynamik eines Systems. Und demgegenüber gibt es dann auch noch die Analyse, die da irgendwo mit eingefasst wird, die eine Handlung zum Verstehen von einem System beschreibt, mit dem Ziel, bestimmte Erkenntnisse be zu bekommen. Genau. Dritter Punkt ist die Emergenz. Eigentlich relativ einfach der Punkt. Unter dem wissenschaftlichen Begriff der Emergenz tun sich aber immer viele etwas schwer, damit was anzufangen. Die Emergenz beschreibt nichts anderes als die Synergien von Systembestandteilen. Das heißt, der Begriff wird häufig verwendet, um das Ergebnis von Dingen zu beschreiben, die miteinander interagieren. Ja, was die Emergenz auch gut beschreibt, ist der Satz, ein System ist mehr als die Summe seiner Teile. Wenn wir zum Beispiel unseren Mähdrescher von Beginn noch einmal als Beispiel nehmen, der Mähdrescher besteht ja dann aus Teilen wie verschiedenen Rädern, ein Mähwerk, Kabine und weiteren Bestandteilen. Und diese verschiedenen Einzelbestandteile als Einzelteile erfüllen dann immer eigene Funktionen. Erst im Zusammenspiel können sie aber wirklich die Zielfunktion des Mähdreschers erfüllen. Also zum Beispiel das Korn ernten und zu dreschen. Und das ist im Endeffekt dann die Emergenz, von der gesprochen wird. Vierter Punkt sind Feedback-Schleifen. Der Punkt ist eben auch schon mal aufgekommen. Links daneben, neben den Feedback-Schleifen, haben wir ja die Vernetzung von Systemen. Wenn wir diese also haben, geht das auch immer automatisch mit Feedback von einem Systembestandteil zum anderen einher. Und ich habe ja im Endeffekt Feedback-Schleifen im System. Sobald ich diese Rückschlüsse in der Art und der Dynamik, wie sie passieren, verstanden habe, kann ich die dann auch beeinflussen und manipulieren. Vorletzter Punkt ist die Kausalität. Also alle Handlungen und Ausführungen haben auch einen Effekt. Die Kausalität beschreibt einfach, wie eine Sache zur nächsten führt und umfasst Aspekte wie verschiedene Wirkungsweisen. Unsere gerade behandelten Feedbackschleifen sind auch irgendwo Kausalketten und Verbindungen oder Beziehungen als Bestandteile von einer Systemabbildung. Und ihr habt es gerade schon gehört, um den Kreis jetzt voll zu machen. Gibt es da noch den letzten Punkt der Systemabbildung. Und die Systemabbildung hat dann den Zweck, Elemente von einem System zu identifizieren und entsprechend auch abzubilden. Und auf der Basis kann ich dann ein besseres Verständnis von einem System bekommen und habe dann auch noch ja, verschiedene Verbindungen, Beziehungen und Verhaltensweisen, die ich dann analysieren und verstehen kann auf Basis von dieser Abbildung. Genau, so viel zu den sechs Konzepten. Wie kann jetzt so eine Systemabbildung aussehen oder wie denke ich jetzt ein System? Hier ist einmal auf der linken Seite auf der Folie eine hierarchische Darstellung eines Systems abgebildet mit dem eigentlichen System im Mittelpunkt. Das System kann dann noch Subsysteme aufweisen, die in irgendeiner Art und Weise in Verbindung stehen. Und gleichzeitig kann es auch noch ein darüber liegendes System geben, was dann an dieser Stelle als sogenanntes Supersystem bezeichnet wird. Und wie definiert sich das Ganze? Die Systemtheorie als sich ist als ein interdisziplinärer Ansatz zu verstehen, um unterschiedliche komplexe Problemstellungen durch Systeme zu erklären. Dann ist das System da drin eben die Gesamtheit, um solche, ja, so wie Beziehungen eines begrenzten Ausschnittes aus der Realität. Das heißt, ich habe nicht immer die perfekte Abbildung der gesamten Realität, sondern immer nur einen Ausschnitt, den ich da drin darstelle und habe dann verschiedene Systemelemente, Beziehungen und Relationen, die dann darin irgendwo dargestellt werden. Und die zentrale Aufgabe ist es eben, abstrakte Auseinandersetzungen oder eine abstrakte Auseinandersetzung und Ableitung formalisierbarer Eigenschaften von Systemen zur Komplexitätsreduzierung zu bekommen. Genau. Jetzt hatten wir hier auf der linken Seite diese hierarchische Darstellung. Und an der Stelle kommt dann der gute Herr Ropol nochmal ins Spiel. Er definiert dann im Endeffekt drei Konzepte der Systemtheorie. Und er sagt halt einmal, dass es gibt dieses hierarchische Konzept und das beschreibt die durchgängige Ordnung einer großen Anzahl von Systemelementen in Super- beziehungsweise bis hin zu Subsystemen. Das strukturelle Konzept dagegenüber beinhaltet dann eine Aggregation von Teil- und Subsystemen zu einem Gesamtsystem. Und entsprechend habe ich dann ein
habe ich dann verschiedene Elemente mit den Relationen darin abgebildet, drumherum auch meine Umgebung und mein Umfeld. Und ein funktionales Konzept kann das Systemverhalten über die Beziehung zwischen Ein- und Ausgangsgrößen beschreiben, sowie dann halt auch die verschiedenen Systemzustände und Charakteristika darin ja, wiedergeben und irgendwo analysierbar machen. Das sind im Endeffekt die drei Konzepte nach Ropol. Und darüber hinaus kann ich aber auch noch zwischen offenen oder geschlossenen Systemen unterscheiden. Das heißt, offene Systeme haben wechselseitige Beziehungen zwischen Systemen und Elementen mit der Umwelt, wie es das jetzt hier schon im strukturellen Konzept angedeutet, dargestellt ist. Geschlossene Systeme sind im Endeffekt idealisierte Systeme ohne diese Beziehung. Diese gibt es aber halt so in der realen Welt nicht. Das sind dann eher für den Entwurfszweck, wie schon gerade gesagt, idealisierte Systeme. Denn ganz wichtig ist die Systemgrenze eines Systems. Das sind im Endeffekt hier diese ja, Linien mit diesem blau-grünen Verlauf, die Sie hier sehen. Sie grenzt im Endeffekt Systeme ab und definiert durch die Festlegung von Ein- und Ausgangsgrößen die Beziehungen zur Umwelt, was bei der Entwicklung sehr entscheidend und wichtig ist. Jetzt haben wir hier schon die drei Konzepte nach Ropol kennengelernt. Gleichzeitig gibt es aber auch noch den verschiedenen Detaillierungsgrad, mit dem ich ein System betrachten kann. Und das sind hier die Betrachtungsweisen von der Blackbox bis hin zur Whitebox. Bei der Blackbox habe ich es im Endeffekt so, dass ich in mein System oder nicht in mein System hineinschaue und nur Einflüsse auf das System betrachte und das äußere System anschaue. Das heißt, ich sage nur, ich habe zum Beispiel einen Mähdrescher und schaue, wie der mit seinen äußeren Systemen interagiert. Die Graybox ist schon etwas detaillierter und ich habe einzelne Systeme und Strukturen und Funktionsweisen des Systems auf oberster Ebene, die ich betrachte und die sind dann aber im Endeffekt für mich im System wieder Blackboxes, die ich dann nicht tiefer betrachte. Und das passiert dann erst auf Ebene der Whitebox, wo wie hier dargestellt dann konkret auch in Einzelteile reingeschaut wird. Ich habe dann sowas wie ein Verhalten, eine Struktur, Funktionsweisen des Systems, die auch bekannt sind und die werde ich dann nutzen, um das in dieser Whitebox-Betrachtung darzustellen. Genau. Jetzt haben wir bereits verschiedene Betrachtungsweisen und Konzepte, wie zum Beispiel ein funktionales Konzept oder die Whitebox-Betrachtung eben kennengelernt. Und diese Konzepte können dann noch weiter detailliert werden und ja, verschiedene Systeme beschreiben. Und ein relativ berühmtes Beispiel stammt hier dann zum Beispiel aus der Regelungstechnik mit dem Regelkreismodell. Wir haben im Endeffekt eine Ausgangssituation von einer Regelstrecke. Diese wird dann durch verschiedene Störgrößen beeinflusst und durch eine ja, Regelgröße quantifiziert. Und das Ziel ist dann, diese Regelgröße konstant zu halten oder durch eine Führungsgröße entsprechend anzupassen. Und die kann hier noch dargestellte Rückkopplung ermöglicht dann die Rückführung von Informationen über das aktuelle Verhalten der Regelstrecke zur Regeleinrichtung. Und diese Rückkopplung von Informationen ist im Wesentlichen das wichtigste Grundprinzip der Regelungstechnik. Und wir haben eben schon über die Feedbackschleifen gesprochen. Das ist dann eben eine Konkretisierung dieser Feedbackschleife im System Thinking. Das heißt, bezogen auf Systeme haben wir eine externe Beeinflussung von dynamischen Prozessen hinsichtlich definierter Abläufe. Und durch diese Darstellung kann ich das Ganze eben ja, konkretisieren. Ein anderer Begriff oder ein weiteres Beispiel ist der kybernetische Handlungskreis, um jetzt nicht regelungstechnische Phänomene, sondern menschliche Handlungssysteme zu modellieren. Im Endeffekt habe ich einen Startpunkt, wo ich zu Beginn jeder Handlung irgendwo eine Zielsetzung festlege und für dessen Umsetzung kann ich dann verschiedene Handlungen planen. Nach der Durchführung der Vorgehensweise erfolgt dann eine Überprüfung und wenn diese nicht mit Erfolg ist, habe ich dann eben verschiedene Planungsprozesse, wo ich dann diesen ganzen Prozess mit Rückkopplungen versehen habe, um dann eben nochmal neu zu planen und neu aufzubauen und neu zu initiieren, was im Endeffekt das Vorgehen oder diesen kybernetischen Handlungskreis beschreibt. Jetzt habe ich noch ein drittes Beispiel mitgebracht, weil wir eben im Bereich der Produktentwicklung sind und zwar geht das genauso auch im Rahmen vom ZHO-Modell oder das beschreibt eben diesen Entwicklungsprozess im Rahmen des System Thinkings. Das ZHO-Modell kann halt auch System Triple oder wird auch System Triple genannt und ist ein menschzentrierter Ansatz der Produktentwicklung und ist systemtechnisch beschrieben. Das heißt, das ZHO-Modell teilt sich in die drei Aspekte Handlungssystem, Zielsystem und Objektsystem auf.
Das Handlungssystem beschreibt zunächst einmal das soziotechnische System mit allen benötigten Aspekten in der Entwicklung wie Aktivitäten, Methoden und Prozesse und wird zusätzlich dann auch noch alle anderen notwendigen Ressourcen aufweisen. Und das heißt, hier haben wir schon mal unseren Werkzeugkoffer für den Entwicklungsprozess beschrieben. Außerdem haben wir hier dann noch einmal eine Zweiteilung in die Bereiche der Wissensbasis und den Lösungsraum. Die Wissensbasis beschreibt Domänenwissen und fallspezifisches Wissen, welches im Handlungssystem eines bestimmten Produktentstehungsprozesses benötigt wird. Und demgegenüber beschreibt der Lösungsraum zulässige Lösungen zu einem Problem und soll so in gewisser Weise so die mentale, die virtuelle und die physische Modellierung von Objekten lenken. Die Punkte der Analyse und Synthese hatten wir ja gerade schon im Rahmen der Konzepte der System Thinkings. Und dann haben wir hier noch das Zielsystem und das Objektsystem. Das erste soll den gewünschten Zustand von einem Produkt nach Umsetzung der festgelegten Ziele beschreiben. Und das Objektsystem sammelt anschließend alle im Prozessverlauf anfallenden Produktlösungen oder Prototypen. Und die letzten drei Folien haben jetzt noch einmal Möglichkeiten der Systembildung auf unterschiedlichen Ebenen gezeigt. Und jetzt fasse ich das Ganze nochmal zusammen. Und zwar hat das Ganze der Herr Bono mal systematisiert mit seinen System Thinking Tracks, heißen sie. Er hat im Kontext der Produktentwicklung verschiedene Denkweisen, also sogenannte Thinking Tracks, identifiziert und gesammelt. Und dazu hat er erst einmal ein generalistisches Modell aufgezeigt, was Sie hier sehen, um den Sachverhalt besser verständlich zu machen. Und das sieht wie folgt aus. Wir haben einmal das sogenannte SUD, das System Under Development, also das zu entwickelnde System. Und dieses zu entwickelnde System muss irgendwo einen Fit aufweisen mit Identified Issues, also mit Handlungsfeldern und Problemen. Und gleichzeitig aber auch irgendwo mit dem Rest der Welt und dem Kontext und den Stakeholdern zusammenpassen. Und das ist eben die Problemstellung, die auch im System Thinking irgendwo adressiert wird, warum man diese Analysen durchführt. Und hier ist jetzt eine beispielhafte Kurve eingezeichnet und die zeigt einfach einen beispielhaften von vielen möglichen Thinking Tracks. Und die verschiedenen Thinking Tracks wandern auf einem chaotischen Weg durch diesen hier dargestellten Raum, wobei sich die Tracks gegenseitig ergänzen, um ein umfassendes und vollständiges Bild der gesamten Entwurfsumgebung zu schaffen. Genau. Was gibt es jetzt alles so für Tracks hier in dieser Darstellung? Hier sind schon Sachen bei, die wir gerade auch schon gesehen haben, wie zum Beispiel so ein hierarchisches Denken. Wir haben projektbezogenes Denken, auch solche Sachen wie zum Beispiel das Bedenken von bestimmten Safety-Aspekten oder Risiken, auf irgendwelchen verschiedenen Skalen zu denken oder auf verschieden skalierbaren Größen zu denken. Sowas wie ein Feedback-Thinking oder Dynamic-Thinking, das sind einfach alles so verschiedene Tracks, die hier dargestellt sind und verschiedene Möglichkeiten bieten, sein System zu analysieren. Und diese Thinking Tracks sind besonders in der frühen Entwurfsphase in der Entwicklung von Nutzen, wenn vor allem weitreichende Entscheidungen auf der Grundlage begrenzter Informationen getroffen werden müssen. Und das heißt dann halt nochmal zusammenfassend, bei den ganzen Thinking Tools, die Sie jetzt kennengelernt haben, ist entscheidend, dass Sie einmal das große Ganze irgendwo sehen können, Zusammenhänge und geschlossene Kreisläufe verstehen, dann die bestimmten Synergien zwischen verschiedenen Systemparteien verstehen können, aus mehreren Perspektiven betrachten können, um keine Sachverhalte zu vernachlässigen oder vorher nicht betrachtete Aspekte zu entdecken und im Endeffekt eine Lebenszyklusanalyse ermöglichen und abschließend vor allem neue Lösungen finden, das heißt Innovationen fördern, die Kreativität der Anwender ermöglichen und einfach ja diese verschiedenen Denkweisen in den Entwurfsprozess bringen. Das war jetzt sehr viel Theorie. Um die ganze Thematik vielleicht noch etwas greifbarer zu machen, komme ich jetzt noch einmal zu ein paar Anwendungsbeispielen aus dem Arbeitsalltag bei unserem Institut. Und in dem Kontext möchte ich einmal ganz kurz auf die Spezifikationstechnik Konsens eingehen, die in der frühen Phase genutzt werden kann, die einfach dazu dient, verschiedene Domänen und Disziplinen gemeinsam an einen Tisch zu holen und ein einheitliches Denk- und Begriffsfeld zu schaffen. Das heißt, ich habe einen Projektmanager im Projekt, ich habe einen Software-Engineer, einen Electrical-Engineer, einen Mechanical-Engineer und die haben alle unterschiedliche Denkweisen und ich möchte über diese Konsensmethodik oder Spezifikationstechnik halt einfach
eine einheitliche Sprache finden, worüber die in sehr frühen Phasen im Systementwurf dann sich unterhalten und kommunizieren können. Und das Ganze sieht wie folgt aus. Konsens hat im Endeffekt 7 Aspekte, über die eine Produktkonzeption beschrieben wird. Das Ganze ist dann ein kohärentes System von Partialmodellen. Und da gibt es so Dinge wie zum Beispiel Anwendungsszenarien. Wenn ich jetzt wieder an meinen Feldhäcksler oder Mähdrescher denke, dann ist das kann ein Anwendungsszenario Korn dreschen sein. Ich habe verschiedene Funktionen, die da beschrieben sind. Zum Beispiel die Funktion des Rades, das Rollen ermöglichen oder Antrieb ermöglichen. Die Wirkstruktur bezeichnet dann eine Whitebox-Betrachtung im System. Ich habe verschiedene Verhaltensmodellierungsmöglichkeiten. Ich kann eine Gestalt abbilden und Sie werden es alle kennen. Es gibt auch die Möglichkeit, Anforderungen darzustellen. Und in einem ersten Schritt möchte ich jetzt einmal kurz dieses Umfeldmodell noch etwas näher betrachten. Das heißt, Konsens arbeitet im Endeffekt mit so sechseckigen Darstellungen, mit blauen Sechsecken, die interne Systemelemente darstellen und gelbe Sechsecke, die externe Systemelemente darstellen. Und das ist jetzt hier eben diese Blackbox-Betrachtung, wie wir sie eben hatten, wo am Beispiel eines Pedelecs eine Tretkraftunterstützung dargestellt ist mit den verschiedenen Eingriffsquellen von außen. Andere Sichtweise der Whitebox-Betrachtung ist dann die Wirkstruktur, wie ich gerade schon gesagt habe, wo wir einfach tiefer in das System hineinschauen, wo dann auch die verschiedenen Interdependenzen dieser verschiedenen Systemelemente dargestellt sind und ich da dann analysieren kann, wie es in meinem System eigentlich aussieht. Es ist so, dass ich auf dieser Basis, dieser statischen Basis, dieser Wirkstruktur nicht alles erfassen kann. Ich muss zum Beispiel auch in Form von Verhalten oder Aktivitäten Sachen darstellen. Das würde ich an dieser Stelle jetzt aber erst einmal auslassen. Genau, dann habe ich hier noch einmal relativ übersichtlich 4 Projektbeispiele aus unserem Institutsarbeitsalltag mitgebracht. Oben links sehen Sie ein Beispiel, wo mittels System Thinking und Systems Engineering der Spezifikationstechnik Konsens eine Wirkstruktur eines Miele-Waschtrockners abgebildet wurde, wo um diese ganzen verschiedenen Systembestandteile zu analysieren und hinsichtlich neuer Funktionalitäten zu erweitern. Auf der rechten Seite ein etwas anderes Beispiel davon der Firma Kadegießer, wo eine komplette Waschstraße analysiert wurde und da sind entsprechend auch die verschiedenen Aktivitäten und Phasen etc. dargestellt, um hier diese verschiedenen prozessualen Abschritte analysieren zu können. Unten links Beispiel der Firma KEB, da wurde integrativ ein Testsystem direkt mitentwickelt mit den Spezifikationen und Anforderungen des eigentlichen Systems, so dass diese Sachen parallel und bereits im Produktentwurf mitgedacht werden konnten. Und unten rechts der Firma GEA, ein Beispiel. GEA baut zum Beispiel Zentrifugen, wie hier dargestellt, zur Separation von Milch oder Bier oder Apfelsaft, welches Beispiel Sie auch gerade gerne möchten. Und hier wurde mittels auch Techniken von Konsens eine Modularisierung angestrebt in Form der Darstellung oder Gegenüberstellung von Systembestandteilen, wie Sie hier in den blauen Sechsecken wiedersehen und den Funktionen, die hier dann in verschiedene Teilfunktionen aufgeteilt wurden und so eben die Realisierung der verschiedenen Funktionen mit den Systemelementen gemappt wurden und da auf dieser Basis eine Modularisierungsstrategie angestrebt wurde. Jetzt ist es so, dass man solche Sachen nicht einfach auf ein Blatt Papier macht. Da gibt es dann verschiedene Werkzeuge, die solche System Thinking Möglichkeiten bieten oder jetzt konkret hier Systems Engineering unterstützen. Das heißt, es gibt verschiedene Sachen wie Commercial Off the Shelf Sachen, das Microsoft Visio oder Office Visio, wo man über Shapes solche Sachen wie zum Beispiel hier gerade dargestellt mit Content relativ intuitiv und einfach selber nachstellen kann und auch für Workshops gut nutzen kann. Sobald es dann etwas spezifischer wird und man es konkreter und vielleicht auch noch analysierbarer und automatisierbarer machen möchte, gibt es andere Werkzeuge, wie zum Beispiel auf der rechten Seite iQuavis mit der Software-Eigenentwicklung. Dann gibt es Sachen wie zum Beispiel den Enterprise Architect oder von The Source System Katia und die Plattform, die dahinter steckt, wo man dann verschiedene Möglichkeiten hat, seine Modelle über zum Beispiel verschiedene SysML-Profile zu spezifizieren und da auch
in der komplexen technischen Entwicklung zu nutzen. Wenn Sie da aber noch konkrete Fragen zu haben und da einzelne Sachen interessant finden, würde ich Sie einfach nochmal bitten, da dann getrennt auf uns zuzukommen. Genau. Hier auf der Folie ist es noch einmal ganz kurz abschließend dargestellt, was jetzt alles so verschiedene Einsatzgebiete eines Systemmodells sein können. In der Mitte sehen Sie wieder dieses integrierte Systemmodell à la Konsens. Und vielleicht als ein Beispiel herauszunehmen ist ganz interessant unten in der Mitte die Projektstrukturierung, wo im Rahmen einer technischen Entwicklung die verschiedenen Rollen und Entwickler gegenübergestellt wurden, wie diese miteinander kommunizieren müssen oder sollten in einer Idealvorstellung. Dann sind die verschiedenen Systemelemente in einem System, die mittels System Thinking ermittelt wurden, gegenübergestellt und deren Abhängigkeiten abgetragen in der roten Matrix. Und in dieser bunten Matrix kann man dann die beiden Matrizen über Invertierung etc. übereinander legen und entsprechend fehlende Kommunikation zum Beispiel in einem Projekt aufdecken. Und das alles auf Basis von System Thinking und Systems Engineering. Solche Möglichkeiten gibt es und genau. Bieten halt einfach Optimierungspotenziale in vielerlei Hinsicht. Jetzt habe ich die Zeit schon ein bisschen überschritten. Ich würde jetzt trotzdem noch einmal ganz kurz zur Zusammenfassung kommen. Im Endeffekt habe ich hier noch einmal ein Zitat von Arnold und Wade. System Thinking is a set of synergetic analytic skills to improve the capability of identifying and understanding systems, predicting their behaviors and devising modifications to them in order to produce desired effects. Und das ist eigentlich auch das, was es sehr gut zusammenfasst. Das heißt, ich habe diese Analyse da drin. Ich möchte mein System verstehen. Ich möchte irgendwo ja, Verhalten vorhersagen können und das irgendwo modifizieren können. Das heißt, das sind im Wesentlichen auch schon Potenziale des System Thinking. Ich habe hier nochmal andere aufgeführt, wie zum Beispiel ganz unten die Universalität. Wir haben uns jetzt die ganze Zeit auf technische Systeme bezogen. Unabhängig vom Betrachtungsgegenstand kann man aber System Thinking generell einsetzen. Vielleicht war auch die Darstellung dieses ZHO-Modells und eines Produktentstehungsprozesses da schon mal eine erste Sicht, die da so einen kleinen Ausblick gegeben hat. Ich habe die Möglichkeit, über System Thinking Potenzialidentifikationen zu machen. Ich kann Komplexität besser abbilden. Man kann Wechselwirkungen in komplexen Systemen analysieren und habe einfach eine Ganzheitlichkeit, um Strukturen in ihrer Gesamtheit erfassen zu können. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Herausforderungen, die damit einhergehen, sodass ich ja, Systemdenken in erster Weise erstmal lernen muss. Das ist irgendwo eine Gewohnheitssache. Dieses Prinzip der Emergenz kann problematisch sein oder ja, Herausforderungen bilden, weil das Verbessern von einzelnen Teilen eines Systems nicht unbedingt das Gesamtsystem verbessert. Es kann sich dadurch auch negative Effekte geben. Ja, die effektive Arbeit im System Thinking ist disziplinübergreifend, was nicht unbedingt alle ja, Unternehmen bereits verstanden haben. Und das ist eben eine Sache, die auf jeden Fall bei der Anwendung dann implementiert werden müsste. Und das Schwierigste im System Thinking ist, möglichst einfach zu gestalten. Das heißt, wirklich auf den Kernaspekt zu kommen und im System den Kernaspekt abzubilden. Und das ist ja eigentlich eine der größten Herausforderungen in dem Sinne. Aber mit diesen Worten würde ich dann erstmal herzlichen Dank sagen für die Aufmerksamkeit und wir sind dann frei und offen für Fragen.